Steiner. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Zuschauer, sind ein Symbol, das in der Freimaurerei sehr zentral vertreten ist. Und wer in eine Loge aufgenommen wird, der begegnet wahrscheinlich zum allerersten Mal explizit diesem Symbol des Steins, nämlich in Form eines unbehauenen Steins. Okay, die Älteren unter euch werden jetzt sagen, oh Gott, jetzt kommt er mit dem Steinthema hier um die Ecke. Darüber habe ich doch schon hunderte Vorträge gehört. Denn es ist ein sehr beliebtes Thema, auch für diese sogenannten Lehrlingsbaustücke. Der behauene Stein, der unbehauene Stein und so weiter. Ich würde das Thema gerne doch aufgreifen und mal ein bisschen umfassender besprechen. Ein bisschen auch über den Tellerrand hinausgehen der Freimaurerei. Darum wird das Video ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem einiges Neues auch der Thematik entnehmen, selbst wenn ihr schon 30 Jahre Freimaurer seid. Schön, dass ihr dabei seid. Ich glaube, es gibt keinen unter uns, der nicht als Kind eine kleine Steinsammlung hatte. Es ist das, womit wir in frühesten Kindheitstagen schon in Berührung kommen, wenn kaum, dass wir laufen können und einen kleinen Feldweg langlaufen oder im Wald spazieren gehen mit unseren Eltern. Irgendwo finden wir immer besondere Steine. Und ich denke, jeder von uns hatte auch schon damals als Kind eine kleine Steinsammlung. Es ist unglaublich faszinierend, wie viele verschiedene Arten von Steinen es gibt. Weiche und sehr harte und spröde und Feuersteine und welche Maserungen die haben und welche Farben. Und wenn die Sonne drauf scheint, verändern die Farben oder es glitzert irgendwas darin. Also irgendwie scheint da eine ganz, ganz tiefe, unbewusste psychologische Verbindung auch da zu sein. Und wenn ihr mal an die Geschichte der Menschheit denkt, ist der Stein natürlich ganz eng mit unserer Entwicklung verbunden. Es muss eine Art Quantensprung gewesen sein, als Menschen angefangen haben, aus Steinen Häuser zu bauen, nachdem sie vorher vielleicht nur in Höhlen gelebt hatten oder auch in Zelten. Ein Stein kann verwendet werden, um eine Waffe daraus zu bauen, um auf die Jagd zu gehen. Ein Stein kann aber auch ein Edelstein sein, den man als Wertgegenstand, als Zahlungsmittel verwendet oder der bei einem Priester vielleicht oder einer Priesterin am Gewand oder am Schild angebracht ist. Wir finden Steine am Meer, wenn im Bernstein kleine Tiere eingeschlossen sind oder bestimmte Löcher in diesen Steinen sind, die wieder besondere Assoziationen freisetzen und so weiter. Okay, ich muss euch das nicht im Einzelnen hier erläutern. Ich glaube, das reicht schon, um diese Gedankenwelt, diese vielfältige Gedankenwelt des Steins erstmal anzureißen. In Märchen, in Erzählungen, aber auch in religiösen Texten, in der Bibel finden sich unzählige Verweise auf Steine. Denkt an das Märchen Hans im Glück. Es beginnt mit einem großen Goldklumpen und endet mit einem schweren Stein, der den Protagonisten des Märchens ja nur noch belastet und der ihn befreit, als er ihn wegwirft. Denkt an David und Goliath in der Bibel, wo mit einer Steinschleuder die übermächtige Kraft besiegt wird. Denkt an Märchen wie das kalte Herz, wo das Herz aus Stein ist und kein Mitgefühl mehr da ist. Denkt an Bestrafungen wie Steinigungen. Alles das hat mit Steinen zu tun. Und ein bisschen davon ist in die Freimaurerei eingeflossen. Und
diesem breiten Spektrum möchte ich mich hier jetzt widmen. Ich beginne mal mit dem rauen Stein, dem unbehauenen Stein, Rough Stone, im Gegensatz zu Ashlar, das ist dann der Kubus, der an zentraler Stelle im Lehrlingsgrad, aber auch in anderen Graden am Fuße der linken Säule zu finden ist. Das zumindest in der Lehrart von AF und AM, Alte Freie und Angenommene Maurer. In anderen Lehrarten ist es ein bisschen anders, komme ich später drauf zu sprechen. Also, was bedeutet dieser unbehauene Stein? Hier wird dem Lehrling gesagt, das bist du, so wie du in die Welt kommst, wie du geboren wirst, mit Ecken und Kanten, unförmig, wie auch immer, naturbelassen. Und wir, die Freimaurerei, wir geben dir Werkzeuge an die Hand, um deinen Stein zu bearbeiten. Gerne wird an diesem unbehauenen Stein dann auch noch so ein Spitzhammer mit daneben gelegt und im Ritual, wenn die Aufnahme stattfindet, dann beginnt der Freimaurer mit seiner Arbeit mit drei Schlägen auf diesen Stein, mit drei symbolischen Schlägen. Ja, die Idee dabei ist natürlich, dann diesen Stein so zu formen, dass man in einer nächsten Stufe im Gesellengrad den behauenen Stein in ein Bauwerk einbringen kann. In der Freimaurerei ist das der Tempel der Humanität, dargestellt durch den Salomonischen Tempel. Jo, und dann heißt es vielleicht noch dazu, jeder muss schauen, was er selbst für ein Stein ist. Der eine ist vielleicht aus hartem Granit, der andere aus weichem Sandstein. Jeder Mensch ist anders, deswegen hat auch jeder einen anderen Platz in diesem Gebäude. Der eine vielleicht im Fundament als tragender Stein, der andere als Zierstein oder als Ziegel auf dem Dach und so weiter. Ja, es ist ein sehr schönes Bild und ein sehr rundes Bild und man kann dem natürlich sehr viel entnehmen. Allerdings möchte ich auch darauf hinweisen, dass diese Allegorie auch gewisse Schwachstellen hat und dass hier im Grunde genommen man ja auch ein paar ketzerische Fragen stellen könnte. Zum Beispiel ist es ja möglich, auch aus Natursteinen ein Gebäude zu bauen und dann eben die Steine so zu belassen, wie sie sind und nur, in Anführungsstrichen, ist ja auch eine große Kunst, die dann so zu drehen und zu wenden, dass sie mit anderen Steinen zusammenpassen, ohne dass man sie behaut. Und das ist ja über viele Jahrhunderte auch gemacht worden in der Menschheit. Und dahinter steht natürlich jetzt im übertragenen Sinne auch eine philosophische Überlegung. Ist der Mensch denn berufen, das, was naturgegeben oder gottgegeben in diese Welt gebracht wird, selbst zu verändern? Ja, das ist die große, ja, man kann fast sagen, tiefe philosophische Frage dahinter. Darf der Mensch in das Gottgegebene eingreifen? Wenn man den Gedanken weiterdenkt, kommt man tatsächlich zu tagesaktuellen Streitthemen, etwa was die ganze Gender-Thematik betrifft, ja, Geschlechtsumwandlung und so weiter. Es gibt gewisse Kreise, die sagen, das ist total okay, was machbar ist, soll auch getan werden. Wer mag, soll seinen Körper so weit verändern, bis er an den Punkt kommt, wo es ihm gefällt. Und wenn es sogar eine Änderung des Geschlechts ist, beginnt natürlich eigentlich schon mit Piercing und Tattoo und Haare färben oder von mir aus auch Sport im Fitnessstudio. Ja, ist das gut, ist das nicht gut? Ne? Muss jeder für sich selbst irgendwie entscheiden, weil der andere Weg wäre ja zu sagen, ich nehme mich so an, wie ich bin und mache was draus. Und auch hier gibt es natürlich sehr interessante Beispiele, wo Menschen mit starken Behinderungen
trotzdem unglaublichen Lebensmut gezeigt haben und nicht resigniert haben und ganz verrückte Sachen aus ihrem Leben gemacht haben. Ja, ich will das gar nicht weiter kommentieren, freue mich da im Übrigen auf eure Kommentare zu dem Thema. Ich wollte es einfach nur an der Stelle mal erwähnt haben, dass die in der Freimaurerei benutzte Symbolik natürlich nur eine Denkrichtung darstellt. Man könnte den Gedanken jetzt weiterführen und könnte sagen, müssen es denn diese Werkzeuge sein, mit denen ich diesen Stein bearbeite? Muss ich denn zwingend mit einem Hammer, mit einem Spitzhammer, einem Meißel, ja immer irgendwas an diesem Stein abschlagen? Oder kann ich den Stein nicht auch auf andere Art verändern, sodass sein Wesen besser sichtbar wird? Und dazu möchte ich euch eine ganz kleine Textpassage vorlesen, die von Adalbert Stifter stammt, einem deutschen Schriftsteller, der in der damaligen Zeit, so um 1850 muss das gewesen sein, also ein Buch geschrieben hat, das heißt Bunte Steine. Und ich mochte dieses Buch immer sehr, sehr gern, bin da im Studium mal drauf gestoßen, als ich noch deutsche Literatur studiert hatte. Ja, und mich haben diese Geschichten eigentlich immer sehr gefesselt und gefangen genommen. Und hier kommt eine kleine Textpassage, die mal einen anderen Weg zeigt, wie man einen Stein verändern kann. Als Knabe trug ich außer Ruten, Gesträuchen und Blüten, die mich ergötzten, auch noch andere Dinge nach Hause, die mich fast noch mehr freuten, weil sie nicht so schnell Farbe und Bestand verloren wie die Pflanzen, nämlich allerlei Steine und Erdlinge. Auf Feldern, an Rainen, auf Heiden und Hutweiten, ja sogar auf Wiesen, auf denen doch nur das hohe Gras steht, liegen die mannigfaltigsten dieser Dinge herum. Da ich nun viel im Freien herumschweifen durfte, konnte es nicht fehlen, dass ich bald die Plätze entdeckte, an denen die Dinge zu treffen waren, und dass ich die, welche ich fand, mit nach Hause nahm. Da ist an dem Wege, der vom Oberplan nach Hossenreuth führt, ein geräumiges Stück Rasen, welches in die Felder hineingeht und mit einer Mauer aus losen Steinen eingefasst ist. In diesen Steinen stecken kleine Blättchen, die wie Silber und Diamanten funkeln, und die man mit einem Messer oder mit einer Ahle herausbrechen kann. Wir Kinder hießen diese Blättchen Katzensilber und hatten eine sehr große Freude an ihnen. Auf dem Berglein des Alttrichters findet sich ein Stein, der so fein und weich ist, dass man ihn mit einem Messer schneiden kann. Die Bewohner unserer Gegend nennen ihn Taufstein. Ich machte Täfelchen, Würfel, Ringe und Petschaften aus dem Steiner, bis mir ein Mann, der Uhren, Barometer und Stammbäume verfertigte und Bilder lackierte, zeigte, dass man den Stein mit einem zarten Firnisse ausstreichen müsse und dass dann die schönsten blauen, grünen und rötlichen Linien zum Vorschein kämen. Ja, das ist aus dem Vorwort des Buches Bunte Steine von Adalbert Stifter. Also hier wird eine ganz andere Methode beschrieben, mit einem Firnis den Stein vorsichtig zu bestreichen, um dann plötzlich seine Besonderheiten wahrnehmen zu können. Eine wunderschöne Assoziation, wie ich meine. An der Stelle belasse ich es jetzt mal zum rauen Stein und komme zum behauenen Stein, zum kubischen Stein. Der erste Schritt mit der Beschäftigung des Themas Stein ist der raue Stein, und ihr seht, auch hier tun sich schon gewisse Fragen auf. Wesentlich komplexer wird es dann, wenn es um die behauenen Steine, und das muss man im Plural sagen, geht. Denn je nach Lehrart verschieden gibt es nicht nur einen behauenen Stein, sondern verschiedene. Und das möchte ich euch jetzt erstmal schnell kurz aufzeigen. Wie eben schon erwähnt, gibt es verschiedene Steinsymbole in der Freimaurerei, und hier blende ich euch jetzt einfach mal verschiedene Arbeitstafeln ein von verschiedenen Lehrarten. Also ihr seht hier einmal
die Arbeitstafel von AF und AM, also alte, freie und angenommene Maurer. Ihr seht aber auch eine Arbeitstafel vom Freimaurerorden und als drittes dann zum Vergleich auch die Arbeitstafel der Großloge zu den drei Weltkugeln. Jo, und wenn ihr hier nach dem Symbol des Steins schaut, dann seht ihr, es gibt einmal eine verschiedene Anordnung, wo diese Steine sich befinden. Bei AF und AM am Fuß der Säulen, auf der anderen Arbeitstafel hier mehr so im oberen Drittel der Arbeitstafel. Und ihr seht auch, es gibt verschiedene Arten von Steinen. Einmal den unbehauenen Stein, dann gibt es den behauenen Stein, der also als Würfel, als Kubus dargestellt wird. Und dann gibt es nur bei 3WK, zumindest ist mir das jetzt von Deutschland her so bekannt, noch einen dritten Stein, der zerbrochen ist. Es gibt einen zerbrochenen Stein. Schließlich gibt es auch noch den perfekten Stein, der manchmal dargestellt wird wie ein Kubus mit einer Pyramide oben drauf nochmal. Ja, und daran seht ihr schon, dass in den verschiedenen Lehrarten diese Steinsymbolik und Steinthematik auch verschieden angegangen wird. Der behauene Stein ist in der Freimaurerei grundsätzlich erstmal ein Kubus, also ein perfekter Stein dahingehend, dass alle Seiten, alle Kanten gleichförmig sind. Und so ein Kubus, ich habe hier mal ein bisschen, sehr schlecht gebastelt, ist, was ihr auch alle wisst, in einem Verhältnis 3:4 gestaltet. Das heißt, wenn man aufklappt, dann entsteht ein Kreuz. Ne? Genau, ja. Und diese Kreuzthematik spielt dann wieder in bestimmten Hochgradsystemen eine Rolle, aber darauf möchte ich jetzt hier nicht eingehen. Viel Geometrie spielt eine Rolle, wie überall in der Freimaurerei. Nicht nur die Seitenverhältnisse des Kubus, sondern auch wo der in dieser Arbeitstafel platziert ist. Dazu gibt es sehr schöne Abhandlungen. Die möchte ich hier nicht einfach eins zu eins wiedergeben. Ihr könnt euch die gerne anschauen und durchlesen auf dem Freimaurer-Wiki. Ich verlinke euch unten die Seite dazu. Zwei wirklich tolle Abhandlungen von Kai Stürenberg und Markus Schlegel. Genau, Markus Schlegel und Kai Stürenberg. Beide Traktate auf einer Seite zu finden. Lest euch mal durch. Viel Geometrie, viel Zahlenverhältnis, aber auch hochinteressant im Vergleich zu anderen Symboliken, die auch auf der Arbeitstafel sind. Im Bautechnischen ist der Bezug zur Freimaurerei eigentlich bei drei Aspekten gegeben, vor allen Dingen beim Eckstein, das ist das Hauptsächliche, beim Grundstein und auch beim Schlussstein. Selbst auf den entsprechenden Wikipedia-Artikeln findet ihr Verweise auf die Freimaurerei, zum Beispiel bei der Grundsteinlegung. Es gibt da bestimmte Rituale, die gemacht werden, die ähnlich sind wie zum Beispiel eine Tempelweihe in der Freimaurerei. Besonders ist der Bezug gegeben bei diesem Eckstein, und der Schlussstein spielt eher weniger eine Rolle, obwohl der ja wiederum in spiritueller Hinsicht oder auch religiöser Hinsicht sehr bedeutend ist. Grundstein und Eckstein können derselbe Stein sein oder auch zwei getrennte. Der Grundstein ist der erste Stein, der überhaupt gesetzt wird, wenn irgendwas gebaut wird, und hat eben symbolisch die Bedeutung, dass dieser eine Stein nachher das ganze Gebäude tragen muss. Der Eckstein wiederum kann im Fundament sein, kann aber auch in einer Wand sozusagen sein oder an der Ecke, wo zwei Wände sich treffen. Und freimaurisch gesprochen ist das die nordöstliche Ecke. Das ist das, was, behaupte ich jetzt einfach mal, viele AFAM-Freimaurer überhaupt nicht wissen, weil im
von deinem Ritual natürlich diese Northeastern Corner, die nordöstliche Ecke, überhaupt nicht mehr thematisiert wird. Ja? Der Neuaufgenommene wird in diese Ecke gesetzt, von links sozusagen im Tempel. Warum? Weil das der Übergang von Dunkelheit zu Licht ist und er sich in diesem Übergang befindet, und genau das symbolisiert eben auch der Eckstein, der in dieser nordöstlichen Ecke des Gebäudes platziert wird, wo der Übergang ist von Dunkelheit zu Licht, beziehungsweise Unwissenheit zu Wissen. Das ist die Symbolik, die dahinter steht. In dieser allegorischen Bedeutung ist der Eckstein der wichtigste Stein im ganzen Gebäude und sollte, so halt die freimaurerische Symbolik, eben ein perfekter Würfel oder ein perfekter Kubus sein, da eben diese quadratischen Seiten für Moral bzw. auch für Wahrheit stehen. Selbst wenn das Gebäude verfallen würde, zusammenfallen würde, dann bleibt in dieser Bedeutung der Stein noch erhalten als beständiges Überbleibsel, und vielleicht kann auf diesem Eckstein wieder ein neues Gebäude errichtet werden. An dieser Stelle, spätestens an dieser Stelle, kommt man wieder auf einer Metaebene zu einer völlig neuen Fragestellung. Wohin soll die Reise überhaupt gehen in der Freimaurerei? Nach allem, was ich bis jetzt erzählt habe, ist es ja so, dass der einzelne Mensch sich in eine Gemeinschaft einfügen soll. Und hier möchte ich euch gern noch ein paar Textpassagen vorlesen, wie Albert Pike das in Morals and Dogma beschrieben hat. Übrigens an der Stelle kleiner Buchtipp: Werner J. Krafzig, Albert Pike, Morals and Dogma. Es gibt dazu ein sehr schönes Video auf einem anderen YouTube-Kanal, den ich euch mit verlinke. Und dieses Buch könnt ihr euch also auch im Internet bestellen. Okay, also, was sagt der Pike? Sie hören jetzt von dem rauen Stein und dem perfekten Stein, also Stone als Rough Stone als Feldstein, unbehauener Stein, Ashlar als Kubus. Ja? Als Teil der Juwelen der Loge. Also es würde jetzt zu weit gehen, es gibt bewegliche und unbewegliche. Lass mal an der Stelle mal weg. Ja? Der raue Stein soll, Zitat, ein Stein sein, der vom Steinbruch in seinem unbearbeiteten und natürlichen Zustand genommen wird. Der vollkommene Stein soll ein Stein sein, der durch die Hand der Arbeiter bereits gemacht wird und durch die Arbeitsmittel des Gesellen geklättet wurde. Wir werden die Erklärung dieser Symbole, die vom York-Ritus stammen, nicht wiederholen. Sie können sie in Ihren gedruckten Lehrheften nachlesen. Dort werden die Aufgaben der Selbstverbesserung des einzelnen Handwerkers, Freimaurers, erklärt. Eine Fortsetzung derselben oberflächlichen Auslegung. So, und jetzt wird es langsam interessant. Ja? Der grobe Stein oder unbehauene Stein ist der Mensch als eine Masse, unhöflich und unorganisiert. Der vollkommene Stein oder kubische Stein, Symbol der Vollkommenheit, ist der Staat. Die Herrscher, die ihre Kräfte von der Zustimmung der Regierten ableiten. Die Herrscher, die ihre Kräfte von der Zustimmung der Regierten ableiten. Die Verfassung und Gesetze beschreiben den Willen des Volkes, wie die Regierung sein soll, harmonisch, symmetrisch, effizient, die Befugnisse richtig verteilt oder ordnungsgemäß angepasst im Gleichgewicht. Wenn wir einen Würfel auf einer ebenen Fläche abgrenzen, erscheint er uns so. Wir sehen drei Flächen und 9 Außenlinien, die zwischen 7 Punkten gezeichnet sind. Der komplette Würfel hat 3 weitere Flächen, das sind dann 6, 3 weitere Zeilen ergeben 12 und noch ein Punkt mehr macht 8.
Da die Zahl 12 die heilige Zahl 357 und 3 mal 3 oder 9 enthält und durch Addition der heiligen Zahlen 3 bis 9 erzeugt wird, wären seine eigenen zwei Figuren 1, 2 die Einheit oder Monade und zwei gleichartige Sachen zusammengefügt die gleiche heilige Zahl 3 bilden. Das ist die vollkommene Zahl und der Würfel wird zum Symbol der Vollkommenheit. Hergestellt von der Kraft, handelnd nach Regeln, eingehämmert in Übereinstimmung mit den Linien, die durch die Leere gemessen werden aus dem rauen Stein, ist es ein angemessenes Symbol der Kraft des Volkes, ausgedrückt als die Verfassung und das Gesetz des Staates. Es ist ein bisschen verklausuliert. Interessant ist eigentlich das Bild, finde ich, dass man von diesem Stein, wenn man ihn quasi zweidimensional darstellt, nur die Hälfte sieht, also diese drei Seiten und dafür drei weitere Seiten, die unsichtbar sind, nicht sehen kann. Der Staat selbst wird durch die drei sichtbaren Flächen repräsentiert. Die drei Abteilungen, die Exekutive, die Gesetze ausführt, die Legislative, die Gesetze macht, die Judikative, die Gesetze auslegt. Sie zwischen dem Staat und den Bürgern anwendet und durchführt, zwischen Mensch und Mensch. Die drei unsichtbaren Flächen sind Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, die dreifache Seele des Staates, ihre Vitalität, ihr Geist und ihr Intellekt. Diese Betrachtungsweise, ehrlich gesagt, habe ich noch nie gehört. In 30 Jahren Freimaurerei, aber man lernt ja nie aus. Interessant eben, dass Albert Pike hier ganz klar in dem Symbol des Kubus auf das Staatsgebilde abhebt. Und wenn wir diesen Gedanken sozusagen manifestieren, dann müsste man eigentlich sagen, die Freimaurerei ist darauf angelegt, den Einzelnen so zu formen oder sich selbst so formen zu lassen, dass er nachher in dieses ideale Gebilde eines idealen Staates sich einfügen kann. Und hier die große Frage, ist das wirklich das Ziel der Freimaurerei oder ist es nur eine Interpretation? Denn ich persönlich tue mich damit doch sehr schwer, muss ich sagen. Ich verstehe den Ansatz dahinter, ich verstehe den Idealismus dahinter, aber eigentlich bedeutet für mich Freimaurerei Selbstfindung, Befreiung, wie es im Wort Freimaurerei enthalten ist. Also ehrlich gesagt eigentlich genau das Gegenteil von dem, was hier bei Pike nachzulesen ist. Bin sehr gespannt, wie ihr das kommentiert, wie ihr das seht. Und, ach ja, genau, das wollte ich ja noch anfügen. Denn es gibt ja noch ein ganz anderes Bild, was auch im freimaurerischen Kontext nämlich verwendet wird. Nämlich das Bild, wo eine Person sich selbst aus einem Stein herausmeißelt, also seine eigenen Unvollkommenheiten quasi entfernt. Und dieses Bild wiederum basiert auf einer antiken Vorstellung, dass alles schon angelegt ist in diesem unförmigen Etwas, dass sozusagen die Figur oder das Schöne und das Gute und alles schon hier drin ist und man sozusagen es befreien muss. Aber das würde bedeuten, dass jeder Mensch seine eigene Form findet. Das ist also ein, kann man sagen, diametral entgegengesetztes Bild zu dem des gleichförmigen braunen Steins. Auf manchen Arbeitstafeln, in manchen Lehrarten findet sich auch noch ein zerbrochener Stein. Das ist das, was vielen AF und AM Brüdern zum Beispiel überhaupt nicht bekannt ist, weil es hier auch nicht vorkommt. In den entsprechenden Ritualen gibt es gar keinen zerbrochenen Stein. Aber bei 3WK ist er vorhanden. Bei der Großloge zu den drei Weltkugeln. Und das ist eine der alten deutschen Lehrarten.
Und ich habe mal nachgeschaut, um jetzt hier keinen Geheimnisverrat zu begehen. Es gibt natürlich auch noch alte Lehrarten, die inzwischen nicht mehr bearbeitet werden. Und dazu gehört auch die Lehrart der strikten Observanz. Und hier habe ich das auch gefunden. Ich lese euch mal kurz eine Stelle vor aus diesem alten Ritual, das so vermutlich um 1805 oder 6 gedruckt wurde. Ihr findet das im Internet, ich blende es euch ein. Es ist aus dem Katechismus der strikten Observanz von 1764. Eine Passage aus dem Gesellengrad. Die Frage heißt: Wo habt ihr euch versammelt, ehe ihr hinanstieget? Antwort: Bei der Säule zur Rechten. Frage: Was habt ihr unterwegs angetroffen? Antwort: Erstlich einen rohen Stein, hernach einen schön gehauenen Stein und dann einen dergleichen Stein, so auch gehauen, aber in verschiedene Stücke zerbrochen war, woran man aber arbeitete, die Stücke wieder zusammenzusetzen und ihm seine vorige Gestalt wiederzugeben. Ein Stein, der zerbrochen war und an dem man arbeitet, ihn wieder zusammenzusetzen. Mit einer Kelle offensichtlich und mit Mörtel offensichtlich. Sodass der wieder zusammengesetzte Stein dann wahrscheinlich auch die Form eines Kubus hat. Nur, dass er etwas größer ist als die ursprünglichen Teile. Und wenn man jetzt in dieser Symbolik bleibt, heißt das ja gerade im Umkehrschluss, dass hier etwas hinzugefügt wird und nicht abgeschlagen wird. Beim Prozess des Behauens ist der Stein kaputt gegangen, man fügt ihn wieder zusammen und fügt noch etwas hinzu, nämlich den Mörtel. Und dieser Mörtel steht natürlich klassischerweise auch für bestimmte ethische Werte, wie zum Beispiel Bruderliebe und so weiter. Last but not least, ich hatte es ganz am Anfang vom Video mal gesagt, gibt es manchmal noch eine Darstellung eines kubischen Steins mit einer Pyramide obenauf. In Deutschland extrem selten zu finden, soweit ich weiß auch im englischsprachigen Raum nicht sehr häufig, aber dafür im französischsprachigen Raum. Und jetzt kommt man nun endgültig in die Sphäre des Esoterischen, könnte man sagen, denn dieser Stein mit Pyramide ist ein Symbol für den Stein der Weisen. Auf französischen Arbeitstafeln findet man diesen Stein mit Pyramide auch noch zusätzlich versehen mit einer Axt, die in diesem Stein steckt. Nach bestimmten Erklärungsmustern soll der Stein den vollkommenen perfekten Stein darstellen aus einem Kubus und einer Pyramide und sozusagen die perfekte Moral darstellen, an der man seine Werkzeuge schleifen kann. Also es ist eine Art Schleifstein. Nach einer anderen Auffassung, die ich irgendwie sympathischer finde, ist das der Stein der Weisen. Und Oswald Wirth geht zum Beispiel auch davon aus, dass es notwendig ist, diesen Stein der Weisen zu öffnen mit dieser Axt, um an das tiefste und innerste Geheimnis, das in dem Stein verborgen ist, heranzukommen. Und hier kommt wieder ein sehr eigenartiger Bezug noch ins Spiel zu dem vorher beschriebenen kaputten Stein, zerbrochenen Stein. Denn vielleicht ist der Stein ja auch gar nicht zerbrochen, weil jemand ihn falsch bearbeitet hat, sondern weil jemand an sein Inneres heran wollte. Damit will ich es aber heute auch dabei belassen, sonst wird es zu verwirrend für euch. Ich gebe zu, es ist ein extrem komplexes Thema und gar nicht so banal, wie viele von uns das in ihrer Lehrlingszeit mal gelernt haben. Gehört noch viel, viel mehr dazu. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Bleibt neugierig, hinterfragt alle Symbole, bildet euch eure eigene Meinung, auch wenn es
nicht die Lehrmeinung ist. Und denkt immer dran, Knowledge ist ein Inside-Job. Selber denken. Bis bald. Tschüss.